Hi, mal wieder von meinem Balkon aus. Ach, ist heute ein bisschen später auf der Arbeit geworden, sonst hätte ich das im Wald gemacht. Aber es läuft halt nicht immer so, wie man will. Nur wollte ich heute mein Lieblingsmower vorstellen. Und ich habe schon wieder was vergessen bei der Vorbereitung. Das ist ein Stück Papier da. Ja, DIN A4 Blatt. Ich lese gerade runter. Irgendeins aus der Werbung. Tja. Also es ist, ja, Mora macht eigentlich überhaupt nur gute Messer. Ja? Bis auf das Bushcraft Black und das, ich glaube, noch ein Survival Messer. Die natürlich durch die Worte Bushcraft und Survival das Messer extrem teuer gemacht haben, was ich lächerlich finde. Also diese Messer würde ich mir nicht kaufen. Also, dies ist mein Lieblingsmesser von Mora. Das ist das 746. Wie man sehen kann, es hat ein wirklich kräftigen und sehr sicheren Gummigriff. Also der ist wirklich sehr, damit kann man auch arbeiten, selbst wenn der Griff glatschnass ist. So. Die Klinge ist die gleiche Größe wie das Mora Classic. Ich vergesse tatsächlich was. Muss das Alter sein. Also ist im Prinzip von der Länge her das gleiche wie das Mora Classic. Nicht aber vom Durchmesser her, das ist klar. Die Klinge hat einen Durchmesser von 2,5 mm. Und von 10,10 oder 10,10 Zentimetern. Das Ding kam wirklich schweinescharf zu mir nach Hause. Und es schafft selbst das Mora Classic nicht. Obwohl, das ist immer noch ein sehr schönes Messer. So. Kommt in dieser typischen Mora Plastikscheide mit diesem ja,
Weiß nicht, ob es da überhaupt einen Gürtel für gibt, das ist wohl eher was für Damen. Dachte ich mir Gedanken drüber gemacht, weil die Leute immer sagen, das ist scheiße. Im ersten Moment ist es das vielleicht auch. Aber ich habe jetzt ungelogen, das lag jetzt einfach so da. Ich weiß nicht, warum man da großes Aufhebens machen muss, dass das Ding so im Gürtel passt. Ich nehme also ein Stück Schnur oder Kordel. Mache den ganz simplen Knoten. Und schon kann ich das um den Gürtel und durch den Gürtel ziehen, ohne dass das Ding beschädigt wird. Das hält ewig. So. Meine kleinen Modifikationen sind dieser Zündstahl. Den habe ich mit Ranger Bands, wie man das mittlerweile so nennt. Ranger Bands sind eigentlich im Prinzip das Innere der Fahrradschläuche, also die Luftschläuche. Übrigens dieser Zündstahl, ich glaube 3 Euro bei eBay. Ja, also Ranger Bands übrigens, diese Fahrradschläuche, die bekommt man in jedem Fahrradhandel oder die auch eine eigene Werkstatt haben und auch reparieren, geschenkt, wenn man fragt, ob man die Fahrradschläuche haben kann. Das schenken die einem. So, dazu ein kleiner Kompass, den habe ich da drauf geklebt mit Superkleber. Und hinten, wie man sehen kann, Ducktape ist gut für alles. Eine kleine Segeltuchnadel. Diese Idee habe ich von Dave Canterbury nicht geklaut oder gemobst, übernommen. Mit der kann man wirklich alles reparieren. Außer Dummheit. Außerdem, wie die meisten von uns ja wahrscheinlich Fallschirmseil dabei haben, kann man damit auch Klamotten nähen, Zähne sauber machen. Ich kenne auch ein paar andere Sachen, die man machen könnte, aber das möchte ich jetzt hier nicht betreten. So, also Smora ist wirklich ein wirklich sehr gutes Messer, also schneidet nicht nur Papier sehr gut, sondern auch Holz. Andere Sachen auch. Pulsadern. Oh, irgendwann verhaften sie mich für solche Sachen. Naja, gut. Also, das war's. Ein Mora ist immer eine gute Wahl. Und dieses 746 ist für meine Begriffe die beste Wahl. Danke fürs Zusehen. Würde mich über Kommentare freuen. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch auf den Subscriber-Klick klicken. Button klicken. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.